Herzlich willkommen zu unserem Video über das faszinierende Leben von Katharina Treu, der ersten weiblichen Professorin der Kunstakademie Düsseldorf und gut bezahlte Stilllebenmalerin des Barocks bzw. Rokokos. Es gibt viele Gründe, warum Künstler gerne Stillleben malen. Aber der wichtigste Grund ist wohl, dass sie ihre technischen Fähigkeiten unter Beweis stellen wollen. Aber wie konnte sie zu dieser Zeit als Frau eine erfolgreiche Künstlerin werden? Wahrscheinlich durch ihre künstlerisch geprägte Familie. Ein spannender Fakt ist, dass ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und ihre Unterstützung durch einflussreiche Mäzene es ihr ermöglichten, eine bahnbrechende Karriere zu machen. Lasst uns nun mit ihrem spannenden Leben starten. Katharina Treu wurde 1743 als Tochter eines Bamberger Malers geboren. Ihre Familie war tief in der Kunstwelt verwurzelt. Und bereits als Kind zeigte Katharina großes künstlerisches Talent im Malen von Insekten, Früchten und Blumen. Nachdem Franz Christoph von Hutten zum Stolzenberg ihre Arbeit mit exotischen Früchten lobte, wurde Katharina Treu bereits mit Anfang 20 seine Hofmalerin in Bruchsal und konnte dank eines Reisestipendiums an der Zeichenschule von Lambert Krahe in Düsseldorf studieren. Später ernannte sie der pfälzische Kurfürst zur Kabinettmalerin mit einem Spitzengehalt. Auch durfte sie ihre Bilder auf dem freien Kunstmarkt anbieten. Als erstes weibliches Mitglied der Kunstakademie Düsseldorf unterrichtete sie dann bis 1786. Erst mit 38 Jahren heiratete sie den 8 Jahre jüngeren Jakob König. Die Ehe hielt nur 4 Jahre, aber sie bekam mit ihm 2 Töchter, die sie allein aufzog und die ebenfalls Malerinnen wurden. Nach dem Verlust eines Teils ihres Vermögens in den Koalitionskriegen erhielt sie Unterstützung von ihrer Familie und dem Kurfürsten und starb 1811 als anerkannte Malerin mit 68 Jahren in Mannheim. Schauen wir uns nun ihren Malstil und Werke genauer an. Katharina spezialisierte sich auf Prunkstillleben und religiöse Historienmalerei. Ihre Werke zeichnen sich durch eine hohe Detailgenauigkeit, besondere Auswahl von Objekten und eine lebendige Darstellung von Objekten aus. Zu ihren bekanntesten Werken gehört das Porträt von Katharina Treu mit Palette, das sie gemeinsam mit ihrem Bruder Johann Nikolaus Treu schuf, eine im Barock übliche Praxis. Ihr Bruder porträtierte sie als Malerin, während sie ihr Können durch das dargestellte Stillleben unter Beweis stellte. Darüber hinaus zählen ihre vielfältigen Stillleben mit Blumen, Insekten und Tieren zu ihren bedeutendsten Werken. Vielleicht war es das Geheimnis ihres Erfolges, dass kein anderer deutscher Stilllebenmaler zu ihrer Zeit Bekanntheit erreichte. Nur in den Niederlanden war Jan van Huysum für Blumenarrangements berühmt und beeinflusste sie und die europäische Stilllebenmalerei maßgeblich. Leider sind viele ihrer Werke verschollen, aber ihr Lebenswerk ist ein bemerkendes Zeugnis ihrer Zeit, das nicht nur ihre künstlerische Meisterschaft dokumentiert, sondern auch den Weg für Frauen in der Kunst bahnte. Wir hoffen, dass euch dieser Einblick in das Leben und Werk von Katharina Treu gefallen hat. Wenn ja, abonniert unseren Kanal für mehr spannende Kunstgeschichten.